Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 280 am Donnerstag, den 7. September 2023. Es ist 22.30 Uhr und wir haben noch 10 Grad Außentemperatur. Es war heute ein wirklich schöner Tag, aber es ist lang nicht mehr so warm. Ja, ich habe heute gearbeitet, hatte noch ein Kundenmeeting, ja, an den Webseiten weitergearbeitet. Und am späten Nachmittag hatte Jochen die Idee, lass uns mal auf Bärenjagd gehen. Naja, habe ich überlegt, Bärenjagd klingt ja super. Und habe meine Jagdkleidung angezogen und dann sind wir zusammen in den Wald gefahren, mit Maxi zusammen noch und haben Bären gesammelt. Ja, Bären mit Doppel-E und nicht mit Ä. Blaubeeren und Preiselbeeren. Ich habe für mich Blaubeeren gesammelt, war leider ein bisschen spät dran, sodass das doch ein bisschen mühseliger war als gedacht. Aber hier in Nordschweden sind die Menschen ja vorbereitet auf Bärenjagd. Zum Bärensammeln nimmt man nämlich hier nicht nur die Finger, sondern es gibt eine Art Kamm, mit dem man diese Bären sammeln kann. Das heißt, man geht mit diesem Kamm durch die Bären durch. Die werden natürlich dann abgezogen vom Stiel, zumindest von den meisten, und fallen in einen Behälter, der an diesem Kamm dran ist. Das sieht aus wie ein, wie soll ich das sagen, wie ein Kehrblech, was aber geschlossen ist. Nur kleiner, schmaler. So irgendwie, was ist das, 15 cm breit vielleicht. Und ein Griff dran und damit kann man das praktisch wie mit so einer Schöpfkelle, kann man da durch die Bären gehen. Unten ist eben dieser Kamm dran und der sammelt dann die Bären ab. Das ist natürlich sehr komfortabel. Man macht sich die Finger auch nicht so sehr schmutzig, wobei man immer wieder mal da Stöcke und irgendwelches Geäst und so weiter raussammeln muss aus diesem Kamm, weil sich da das natürlich verfängt. Aber es geht wirklich wunderbar, sodass ich jetzt, nachdem ich die aussortiert habe heute, auch dafür habe ich nochmal von Verena und von Jochen ein Sieb bekommen, wo man das draufkippt und da fallen dann schon mal die gröbsten Blätter und so weiter und Unrat durch. Und dann kann man die eben noch abzupfen, was abzuzupfen ist. Und ich habe die allermeisten Stiele auch abgezupft, weil ich das nicht so toll finde in der Marmelade. Aber habe das jetzt auch nicht bei jeder einzelnen Beere gemacht, weil das ist halt echt viel Arbeit. Aber ich habe jetzt insgesamt über 1,6 Kilo. Und die werde ich morgen nun zu Marmelade verarbeiten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Meine erste selbstgemachte Blaubeermarmelade. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie die schmecken wird. Ich habe extra aus Deutschland Gelierzucker mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob man hier oben Gelierzucker bekommt. In Griechenland gibt es das ja auch nicht. Da habe ich dann vorletztes Jahr die Schwierigkeit gehabt, dass ich keine Marmelade kochen konnte. Da hatte ich dann dieses Jahr oder beim letzten Überwinterung eben auch welchen mitgenommen. Der gehört jetzt zur Grundausstattung, wenn ich ins Ausland fahre, dass ich ein paar Päckchen Gelierzucker mit habe. Das ist ja auch nicht schwer und ja, mein Gott, das sind dann haben wir 3-4 Kilo Gelierzucker, die man so mit sich schleppt. Also ich zumindest. Und dann ist man gewappnet. Ich habe auch immer leere Marmeladengläser, weil ich die sowieso sammle, da ich die meiner Mutter dann wieder mitbringe, wenn ich dort wieder Marmelade gefüllt mitnehme quasi. Also so bin ich eigentlich immer ganz gut gerüstet. Jetzt bin ich mal gespannt morgen. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.